Gib dich in den Lotussitz, die Füße liegen entspannt voreinander, die Knie gehen nach außen weg. Schließe die Handflächen und führe die Hände vor dein Brustbein. Neige den Kopf, bis die Fingerspitzen die Stirnmitte berühren. Berühre mit den Daumen das Brustbein, verharre hier und spüre deine Atmung. Spüre dein Zentrum. Du stehst im abschauenden Hund, atmest tief ein. Bei der Ausatmung kommst du auf den Boden, bei der nächsten Einatmung in den aufschauenden Hund, bei der folgenden Ausatmung wieder in den abschauenden Hund. Schiebe hier noch einmal wechselseitig die Fersen in den Boden hinein, richte dich aus, atme tief und gleichmäßig. Halte schließlich in der Position des abschauenden Hundes und zieh den Oberkörper weit durch die Arme hindurch. Laufe schließlich bei einer Ausatmung langsam nach vorn zwischen deine Hände. Atme ein, komm in die Position halb nach oben und bei der nächsten Ausatmung zieh dich wieder weit in die Vorwärtsbeuge hinein. Richte dich aus, halte mit deinen Händen deine Fußgelenke, versuche den Rücken, die Wirbelsäule ganz lang und gerade zu ziehen. Falls es dir schwerfällt, beuge deine Knie leicht ein. Versuche dich bei jeder weiteren Ausatmung etwas tiefer in die Position hineinzuziehen. Löse schließlich auf und komm mit langem Rücken und gebeugten Knien langsam nach oben, die Finger zur Decke. Bei der nächsten Ausatmung ziehst du die Hände über die Seiten wieder zurück, stehst aufrecht und gerade in Tadasana. Zieh deine Schultern weit von den Ohren weg, spüre die Länge in deiner Wirbelsäule, die Kraft in deinen Beinen. Atme wieder tief ein, zieh die Arme nach oben bei der Ausatmung, öffne zur Seite, komm in eine gegrätschte Position, die Füße exakt auf einer Linie. Richte dich auch hier aus, atme wieder tief ein, zieh die Arme nach oben bei der Ausatmung, setze die Hände in deine Hüften. Stabilisiere dein Becken, deine Beine, atme ein und komm vorsichtig in eine leichte Rückbeuge. Wenn es dir möglich ist, beuge etwas weiter nach hinten. Du solltest keine Schmerzen im unteren Rücken spüren, sondern eine Öffnung, die gut tut und wohl tut, über Brust, Schultern und Hals. Bei einer weiteren Einatmung komm wieder nach oben und bei der Ausatmung streck die Wirbelsäule ganz lang, schau nach vorn und neige den Oberkörper vorwärts, soweit du kannst. Löse nun deine Hände von den Hüften und stütze dich, je nach Beweglichkeit, auf den Schienbeinen oder auf den Knöcheln, auf den Füßen oder auf dem Boden ab. Falls es dir möglich ist, zieh dich mit Kraft der Hände, die an den Knöcheln fassen, weiter in diese Position hinein. Halte den Rücken gerade, deine Vorderseite der Beine fest angespannt, die Kniescheiben ziehen nach oben. Halte auch in dieser gegrätschten Vorwärtsbeuge 5 oder 6 sehr lange Atemzüge und richte schließlich bei einer Einatmung den Oberkörper wieder auf, die Hände ziehen zur Decke und bei der Ausatmung gehen die Hände zu den Seiten zurück
und du schließt den Schritt zu Tadasana. Zieh die Arme noch einmal nach oben und bei der Ausatmung wieder zurück an deine Körperseiten. Bleib noch einmal bewusst in dieser aufrechten Position. Die Schultern ziehen weit von den Ohren weg. Die Wirbelsäule ist lang und gerade. Löse dann auch hier wieder langsam auf und lege dich entspannt auf den Boden zurück. Spüre nun nach. Bleibe hier in dieser Position, solange du benötigst, um wieder zu dir zu finden, bis deine Atmung ganz ruhig geworden ist. Wenn du soweit bist, drehe dich auf eine Körperseite ein. Genieße hier noch einmal diese Position der Seitlage. Komm dann langsam nach oben in den Lotussitz. Lass deine Hände auf den Knien ruhen einen Moment, schließe Zeigefinger und Daumen, die anderen Finger sind weggestreckt. Und schließlich beende mit einem Namaste.